Hallo zusammen, es ist der 9. Juli. Wir haben 18.01 Uhr, wenn ich mit diesem kleinen Clip anfange. Und natürlich geht es hier wieder um den DAX. Vor euch liegt der Chart eine Kerze, eine Woche. Eins vorab, da kamen heute Volkswagen-Zahlen, BASF-Zahlen, das waren Hammerzahlen, muss ich wirklich sagen. Was ich schade finde, ist, dass die einfach so während des Tages kommen. Also ich finde, da ich ja weiß, dass auch ein paar Herren und Damen von der, oder Damen und Herren vom BaFin und von der Börse zuhören. Es wäre vielleicht nicht sinnvoll, wenn man diese Regel optimiert, dass das vor oder nach der Börse kommt. Aber mittendrin, das ist, ich glaube, das ist einfach nicht hilfreich. Aber gut, machen wir mit dem Chart mal weiter. Das waren schon zwei heftige Tage. Wie gesagt, das hier ist der Wochenchart. Und wir bleiben nach wie vor in der Range. Wir haben nur eine neue Erkenntnis, dass jetzt dieser Doppelboden hier im Bereich von 15.300 nochmal getestet wurde. Das hier ist die 20-Wochen-Linie. Die haben wir das letzte Mal gesehen oder touchiert, von oben touchiert, das war die zweite Woche im November. Die steigt pro Woche um 90 Punkte momentan. Und das heißt, sie ist nächste Woche bei 15.260, sodass dieser Bereich hier nach wie vor extrem wichtig ist. Also zwischen 15.260 und 15.300. Das MACD als Trendfolger kann man nach wie vor völlig vergessen. Dafür ist diese Phase hier, die Seitwärtsphase, zu lang. Es ist kein Trend vorhanden und Trendfolger hat da nichts verloren. Die Stochastik konnte sich nochmal über die 80 retten, hat also das Verkaufssignal von der letzten Woche negiert, sagen wir es mal so. Ist jetzt wieder auf dem hohen Überkaufbereich, aber ohne frisches Signal. Nächste Woche kommen übrigens auch Zahlen. Also diese Quartalssaison fängt jetzt an. Aber das ist noch nicht so wichtig. In 2 Wochen geht es weiter mit Daimler und SAP. Und natürlich muss man jetzt anscheinend, das wird das Mode, immer damit rechnen, wenn ein Unternehmen gute Zahlen hat, dass sie die gleich raushauen, wann auch immer. Finde ich schade, wie dem auch sei. Das ist jetzt der Tag. Hier sieht man jetzt wirklich sehr schön den Doppelboden. Das heißt, diese 15.300 wird immer wichtiger. Von der 200-Tage-Linie sind wir nach wie vor weit, weit weg. Da muss ich hier, die sind bei 14.192, vergessen Sie die erstmal. Das bringt nichts. Oberer Make-or-Break-Punkt ist die Verbindung aus dem oberen Band mit dem All-Time-High nach wie vor bei 15.808. Drüber sind wir in diesen Uncharted Territories. Ich möchte nach wie vor glauben, der hat die Kraft und der hat auch die Lust, da hochzugehen, aber es wird halt auch immer mal wieder dagegen gehalten. Auffallend ist für mich, dass die Tagesabwärtsbewegungen sind schneller. Das sind meistens so auf Stundensicht so 3, 4 Kerzen oder auf 4 Stunden Sicht 2 Kerzen. Und dann braucht es mehrere Kerzen, um sich das wieder zurückzuholen. Wie auch immer, wir haben den gestrigen Tag völlig ausgekontert, komplett, und hängen jetzt schon wieder, momentan handeln wir bei 15.689, hängen jetzt schon wieder hier an diesem kleinen Horizontalwiderstand bei 15.710. Den Punkt hier hatte ich genannt. 15.300 ist nach wie vor wichtig. MACD, das sieht man auch selten hier. Also das ist dann kurz, kürzer, lang, kurz, lang, kurz, bringt auch nichts. Sie sehen hier genauso wie die gleitenden Durchschnitte 10- und 20-Tage-Linie. Die schmusen miteinander, die haben oft Kontakt ohne echte Aussage. Die werden folgen. Die Bänder sind ein bisschen stärker auseinandergegangen verglichen mit letzter Woche. Das kommt durch diesen Punkt hier. Die Stochastik ist für mich leicht positiv, aber in einem völlig neutralen Bereich. Da ist nichts zu wollen. Ich bin der Meinung, nach wie vor gelten diese beiden Punkte. Und man kann sich aussuchen, meinetwegen der Markt geht runter, kaufe ich jetzt irgendwo hier einen Schein mit einer Basis 100 Punkte drunter oder kaufe ich ihn erst hier? Das ist jetzt Ermessensfrage. Gucken wir mal auf die Scheine. Ich habe für mich einen Schein ausgesucht, der liegt etwas unter der 15.200, also ziemlich genau 100 Punkte, in diesem Fall sogar 120 Punkte weg. Das ist dieser hier. 15.181, ein Open-End-Schein, also täglich die Basis leicht nach oben steigend, mit der Kennnummer GH79PU. Ich werde den erst wieder handeln. Ich werde es probieren, wenn wir hier unten sind. Werde ich es probieren mit 50 Punkte Stopp. Oder wenn wir hier drüber gehen. Dann ist der hat momentan einen Hebel von 33, der ist immer noch gut genug. Dann müssen wir wenigstens eine Stundenkerze hier drüber haben. 15.000, also sagen wir mal mindestens 15.830. Das wäre meine Wahl für einen steigenden Markt. Und im Moment, ich glaube, die Chancen sind nach wie vor ein bisschen besser, auch wenn solche Tage immer wieder kommen. Vom Short her gehe ich ein bisschen näher ran. Und zwar
dieser hier. 16.008, das ist die Kennnummer GF9TRF. Den werde ich probieren, wenn wir hier an dieser Kante sind, am oberen Band. Aber auch hier mit 50 Punkten Stopp. Ich probiere ihn, wenn wir hier drunter gehen. Was anderes habe ich hier momentan nicht. Ich finde die Einzelwerte nach wie vor spannender, wobei das natürlich sehr unberechenbar ist, wenn da die Zahlen einfach so in den Tag reingeschmissen werden. Es wird immer spannender. Ja, Daytrading ist Trumpf, Endanleger, tut mir leid, ist momentan nicht viel zu sagen. Vielleicht achten diejenigen, die länger dabei sein wollen, mal so auf 52 Wochen Hochs, gibt es auch jede Menge. Sowohl im DAX als auch im Eurostox oder MDAX, wo auch immer. Das kann man sich mal anschauen. Das ist durchaus hilfreich gewesen in den letzten Wochen. So, und damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.